Also, willkommen zurück zum Let's Play StarCraft 2. Ich habe gerade unglaublich viel Spaß mit Hearthstone gehabt, mit meinem Mill Rogue. Dementsprechend bin ich halt echt gut drauf und habe gute Laune. Wir befinden uns in der Missionsauswahl. Monolith oder Redstone? Ich mache mal gleich Redstone, weil da brauche ich auch nichts. Der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse. Jo, sind wir. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Okay. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Okidoki. Dann gehen wir da mal hin. Ist aber kein schöner Planet. Mm. Redstone, was für ein Loch. Ja, was ein Loch. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse? Nee. Gut, dich zu sehen, Mann. Man nennt mich Torsch. Hilf mir dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche. Und ich werde mich sehr erkenntlich zeigen. Sehr. Wo ist der Haken? Naja, dieser Planet ist ein wenig instabil. Ein wenig. Die liegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralienvorkommen. Okay. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Hey, wir sind ein harter Kerl. Sir, ich orte außerdem noch Zerg-Biosignaturen auf der Oberfläche. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Klingt logisch, Matt. Lava und Zerg. Zwei Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Jupp. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns, jawohl. Tanz auf dem Vulkan. So, Miau Miau sind auch alle am Start. Battlecat, wie geht's dir? Battlecat. Ja, genau, du. Okay, so. So, ist nicht gerade meine Lieblingsmission, aber okay. So. Das Ding ist halt, dass ich jetzt gleich so eine Rächer bekomme. Mit denen muss ich dann halt rumsuchen. Okay. Habe ich gemacht. Die Lava steigt. Bring diese WBF sofort nach oben. Jetzt habe ich nichts Besseres zu tun, so. So, jetzt überflutet es hier alles mit Lava, dann geht es nach ein paar Sekunden wieder weg und dann kann ich hier wieder sammeln. Das kommt halt alle paar Minuten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wie oft, aber also was jetzt wirklich die Zeit ist, gleich kommt hier bestimmt ein Timer. Ja, 5 Minuten. Die Anzeige ist die geschätzte Dauer bis zur nächsten Lavawelle zu sehen. Wenn eine bevorsteht, sollten alle Einheiten und Gebäude auf eine Höhe verlegt werden. So, dann wollen wir mal. Gleich können wir auch hier hin. Ich weiß aber nicht, ob da hier gleich Zerklinge sind. Deswegen warte ich mal lieber noch einen Moment, bis ich ein paar Einheiten mehr habe. So. Und jetzt müssen halt gleich die Rächer hier irgendwie angeschneit kommen. Aber ich brauche halt auch irgendwie sowas wie einen kleinen Trupp, der dann hier meine Sachen verteidigt und so. Rächer. Rächer, sagst du? Teufel auch, Cowboy. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Die sind echt hart drauf. So, dummerweise habe ich jetzt aber ein Techlabor gebaut. Ein Reaktor statt ein Techlabor. Aber okay, ich kann auch immer noch eine zweite Kaserne hinstellen oder eine dritte, bla. Weiß jetzt nicht, wie sehr ich übertreiben möchte. So. So, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass hier meine Truppe fertig ist. So. Und ich brauche eindeutig Versorgungsdepots. So. Ja, hier sind echt schon ein paar. Mit 2 Marines hätte es irgendwie nicht so geklappt. Ja, ja, da bin ich doch schon. Nischt wie weg hier, wa? So, Feld erschöpft. So, das sind die nächsten Rächer, so.
So, ihr geht bitte hier hin. So. So, euch brauche ich gleich alle. So, 2. So. XX. So. Zeigen eine riesige Biosignatur in der Nähe ihrer Position an. Ein Brutalist, glaube ich. Wenn so. Sie ihn erledigen könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. So, dann machen wir uns mal auf den Weg hier. Suchen die anderen. Ach so, halt, okay, ja, jetzt könnt ihr auf einmal drum rumlaufen. So, okay. So, hier ist jetzt dieser Brutalisk. Da gibt es auch so eine Nummer, dass man die, jetzt stirbt er hier noch. Dass man den auch in die Lava schubsen kann. Kommt hier bestimmt runter, jawohl. So, ein bisschen mehr aufpassen hier. So, so. So, ihr sollt jetzt wieder hier hinkommen. So, ich habe hoffentlich nichts oben. So. So, okay. So, Rächer. Jetzt übertreibe ich es mal ein bisschen, aber dann bauen wir halt die ganze Zeit so. Zip, 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 zip. So, schwupp, hier auch hier hin. So, runter, runter. Hier war 2, so, hier kommt mal schnell vorbei, bitte. So. So, nur damit ihr mal kurz vor dem Medic geheilt werdet, bitte. So, pup, pup. Und landen natürlich halt. So. Was springt dabei? So, bitte hier. Nur als Erinnerung, Sir. Je mehr Mineral. Ah, ich übertreibe jetzt ein bisschen, so. Je länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Sie sollten auf ihre Ressourcen achten. Jupp. Oh, das ist alles. Alles, ah. Das Coole ist, jetzt haben die halt noch Bomben. Ja, schade, ich wollte sie auch nicht verlieren. Die haben sie dann später nicht mehr. Bei der Erweiterung Heart of the Swarm hört es, glaube ich, auf, dass die halt Gebäude so angreifen können. Vorher war das halt normal. Und das ist halt ein ziemlich harter Angriff, den die da haben. Eine Hand wäscht die andere. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen. So. Dann kommen wir hier hin, hier hin. Zap, pap, 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 pap. So, okay, du kannst gleich hoch. So, hier war ich schon, hier war ich schon. Hier habe ich aber noch nicht aufgesammelt. So. So, 2 Minuten noch. So, Hälfte habe ich. So, okay, schwuppdiwupp. So, schnell landen. LLL ist der hier. So, okay, so, schwuppdiwuppdiwupp. Du kannst jetzt wieder hier hinkommen. Da können wir nämlich Gas abbauen, falls wir das wollen. So. So, hier habe ich doch gerade was gesehen. Ihr wollt hier oben hin. So, hier kann man nicht hoch. Also hier ist tatsächlich die nächste Plattform. So, okay. So, du wirst jetzt ein bisschen Gas abbauen und meinetwegen du auch. So. So, 59 Sekunden. Schafft ihr es irgendwie hier rauf noch? Ja, ich denke schon. Nichts, womit ich nicht fertig werde.
So, okay. So, okay, einmal umziehen bitte. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zu Schwierigkeiten geraten. So, schwuppdiwuppdiwupp. Ihr seid safe, du bist safe, okay. Okay, sollte alles gut aussehen, oder? Okay, dann können wir hier weitermachen in der Zeit, so. So, das heißt hier, kommt mal hierher bitte. So, du kannst landen. So, ups, L ist hier drüben. So. So, also schwuppdiwupp. Leider haben wir jetzt noch keine Mutes, sonst können wir natürlich auch einfach reindrücken. So. So, okay. Passt. Na, L. Durch das Mikro ist das ein bisschen verschoben. So. Aber im Endeffekt habe ich es jetzt fast geschafft. Das finde ich die ganzen anderen Trupps gar nicht mehr in der Zeit, vermute ich. Fast geschafft, Reno. Nur noch ein paar Mineralien fehlen. So, okay, da sind schon. Das werden hier irgendwie 1000 sein. Und erledigt, schade. Also, es gibt halt noch viel mehr Trupps und die habe ich jetzt halt alle nicht mehr. Aber egal. Jawohl. So, das war dann Tanz auf dem Vulkan und dann geht es dann gleich wieder auf Terperion weiter.